So, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Sie sind bekannt dafür, ein, wenn nicht sogar der Aufdecker politischer Skandale in Österreich zu sein. Ist das auch der Grund, warum gewisse Leute gerade jetzt versuchen, Sie unter Druck zu setzen? Nun, das ist jetzt eine Revanche-Aktion. Das ist der Versuch, nicht nur mich, sondern auch andere einzuschüchtern und mundtot zu machen. Und jeder der Beteiligten weiß, dass das nicht funktioniert. Also ich nehme das nicht besonders ernst. Okay. Warum ist Ihnen eigentlich gerade das Thema Überwachung ein Dorn im Auge? Es geht um Freiheit und es geht um Sicherheit vor Machtmissbrauch. Es gibt Grundsätze, das sind die Menschenrechte, die Rechte der Bürger und Bürgerinnen und die Verpflichtung für staatliche Organe, und das steht in unserer Verfassung, immer abzuwägen, ob etwas verhältnismäßig ist. Das heißt, jede Einschränkung unserer Freiheit muss sehr, sehr gut begründet sein. Und Überwachungsstaat ist genau das Gegenteil. Da wird nicht mehr abgewogen, da gibt es keine Verhältnismäßigkeit mehr, sondern da wird alles getan, was technisch möglich ist. Und das ist letzten Endes die erste große Gefährdung unserer persönlichen Freiheit, eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Glauben Sie, dass die Europameisterschaft vom Innenministerium oder anderen Leuten ausgenutzt wird, um umstrittene Überwachungsmaßnahmen zu legitimieren? Ja, immer, weil die Europameisterschaft ist ausgenutzt worden, um zu erklären, warum man Eurofighter beschaffen muss. Jetzt weiß jeder, die sind nicht einsatzfähig, das ist auch völlig egal für Fußballspiele. Die Europameisterschaft ist benutzt worden, um zu erklären, warum man von allen Fingerabdrücke braucht. Und die Europameisterschaft ist verwendet worden, um Freiheitsrechte im Rahmen des Prümer Vertrags und anderer Verträge eigentlich sehr weitgehend einzuschränken. Sein Missbrauch einer an und für sich vollkommen harmlosen Europameisterschaft, keine wirkliche öffentliche Bedrohung darstellt. Ich halte Fußball für nicht so gefährlich für einen weiteren Ausbau des Überwachungsstaates. Was erhoffen Sie sich von Clutterwatch? Das, was ohnehin schon funktioniert, nämlich das Herstellen von Gegenöffentlichkeit, das Zeigen, dass sich Widerstand lohnt, das Mobilisieren der Leute und vielleicht nicht ganz zuletzt auch, dass wir so kuriose und einerseits gefährlich, andererseits auch lächerliche Erscheinungen wie den Innenminister auch rechtzeitig auslachen können. Glauben Sie selbst, dass Sie überwacht werden? Ach, nicht übermäßig, man soll sich nicht zu viel fürchten. Ich glaube nicht, dass sich die Polizei und speziell der Innenminister traut, mein Handy zu überwachen, aber ich führe trotzdem heikle Gespräche von einem Wertkartenhandy aus. Nein, also ab und zu kann schon sein, dass es Überwachungsversuche gibt. Ich würde aber eher vermuten, dass die eher im privaten Bereich stattfinden. Herr Zeger von AG Daten hat bei seinem Vortrag an der Uni Wien darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Polizei immer mehr in die verschiedensten Bereiche der Gesellschaft einmischt. Geht das nicht schon in die Richtung von einem Polizeistaat? Das geht in die Richtung DDR, wie es der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofes richtig festgestellt hat. Und das nicht, weil wir jetzt ein autoritärer Staat wie die DDR wären oder ein Einparteiensystem. Das System DDR hat geheißen, die Polizei darf alles überwachen und niemand darf die Polizei kontrollieren. Im Sicherheitspolizeigesetz sind zum ersten Mal ausgeschaltet. Die Kontrolle durch die Betroffenen im Nachhinein, niemand muss mehr verständigt werden, der überwacht worden ist. Die Kontrolle durch den Richter, die Kontrolle durch das Parlament und die Kontrolle durch die Provider, das heißt in dem Fall die Telekom-Gesellschaften. Alles ist ausgeschaltet, die Polizei kontrolliert sich selbst und das ist DDR in Reinkultur. Da gibt es zwischen Erich Honecker und Günter Platter nicht den geringsten Unterschied. Trifft Ihrer Meinung nach der Satz, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten zu? Der trifft ausschließlich auf den Innenminister und die ÖVP zu. Sind die Österreicher Ihrer Meinung nach gut genug informiert über das Thema Überwachung, um diese adäquat einschätzen zu können? Sie sind sehr, sehr schlecht informiert. Die meisten Menschen interessieren sich noch nicht so dafür, wie es ihnen eigentlich anstehen würde, aber das beginnt sich zu ändern. Eine große Änderung war voriges Jahr der erste große Angriff der Überwacher aufs Internet. Und da haben wir plötzlich gespürt, wie sich Widerstand entwickelt, wie eine Widerstandskultur entsteht. Und der zweite Bereich, wo wir sehr viel an neuen Widerstand und Misstrauen gegenüber dem Innenministerium spüren, ist die Handyüberwachung. Die ganz normale Leute
brauchen eine Zeit lang, um draufzukommen, dass sie eigentlich Opfer dieser Überwachung werden können. Wenn sie mal draufkommen, dann ist ihnen das gar nicht recht. Operation Spring, der erste große Lauschangriff, ein Beispiel für den möglichen Missbrauch der erweiterten Kompetenzen der Exekutive. Das war ein absoluter Saustall. Das war Beverly Hills Cops mit gemischt mit österreichischem Überwachungsstaat. Wenn man vollkommen unfähige und teilweise völlig überforderte Kriminalpolizisten und Staatsanwälte mit einem derartigen Instrumentarium des Überwachungsstaats ausstattet, dann können solche chaotischen Entwicklungen und solche Desaster wie Operation Spring rauskommen. Das Schlimme dabei ist, dass aufgrund dieses absurden Ermittlungsmaterials, das man eigentlich nur wegschmeißen kann, Menschen zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden sind. Da sitzen mit Sicherheit die Falschen im Gefängnis. Kann man sagen, Sie sehen den Rechtsstaat Österreich durch diese Ausweitung der Kompetenzen in Gefahr? Er ist gefährdet. Der Rechtsstaat ist gefährdet, der Verfassungsstaat ist gefährdet, der Grundrechtsstaat ist gefährdet. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass in der Europäischen Verfassung oder im Grundlagenvertrag jetzt eine Grundrechtscharta verbindlich verankert ist, weil wir jetzt zum ersten Mal eine Rechtschance auf Durchsetzung gegen den Überwachungsstaat kriegen. Wer hat eigentlich alles ein Interesse an diesen Daten, die erhoben werden? Das ist sehr unterschiedlich. Zum ersten einmal Parteien wie die ÖVP. Zum zweiten Polizisten mit falschen Vorstellungen von ihrem Beruf. Zum dritten Regierungen, die glauben, dass man Kritiker und Kritikerinnen ausschalten kann. Zum vierten die gesamte Überwachungsindustrie, das ist ein Milliardengeschäft, die mit 90% technischem Unfug 100%ige Zuwachsraten lukrieren. Und das ist schon eine ganz starke Allianz, diese Allianz zwischen überwachungswütigen Gruppen in der Polizei, Parteien wie der ÖVP, Regierungen, die Kritik ausschalten wollen und einer stark expandierenden und skrupellosen Industrie. Das sind schon ganz schöne Gegner. Hängt Ihrer Meinung nach die Überwachungssituation in Österreich mit der globalen zusammen und wenn ja, wie und warum? Na, die großen Impulse kommen natürlich aus der amerikanischen Überwachungskultur. Das Problem in der EU ist, dass Österreich hier im negativen Sinn des Wortes Pionier ist. Bei uns werden Sachen beschlossen, über die sich in der EU zu Recht noch niemand drüber traut, wie zum Beispiel Bundestrojaner und ähnliches. Bei uns gibt es eine Schlamperei im Umgang mit dem Verfassungsstaat, den es sonst in Europa nirgends gibt. Was raten Sie den Österreichern zu tun, wenn sie etwas gegen die Überwachung tun wollen? Die ÖVP abwählen, ganz einfach. Okay. Finden Sie es bedenklich, dass die Kronenzeitung so sehr hinter der Exekutive steht? Die Kronenzeitung ist da so ein Gradmesser für die Stimmung in der Bevölkerung. Und jetzt hat es zum ersten Mal einen völlig überwachungskritischen Artikel in der Kronenzeitung gegeben über das Versagen der Videoüberwachung in Großbritannien. Das ist eher ein Hinweis darauf, dass die Kronenzeitung merkt, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung ändert. Und das wäre ein ganz gutes Zeichen. Also Sie sind zuversichtlich, dass sich die Meinung auch in der Kronenzeitung noch ändern wird? Die Kronenzeitung wird immer mitschwimmen. Und wenn die Kronenzeitung in die richtige Richtung schwimmt, dann heißt das, dass wir am Gewinnen sind. Warum hat eigentlich die Kronenzeitung so sehr was gegen die Grünen? Das ist mir relativ wurscht. Die Kronenzeitung ist nicht die Zeitung, die für unsere politische Arbeit von besonderer Bedeutung ist. Da gibt es große Ressentiments. Die Kronenzeitung wird gemacht von knapp 100-jährigen Personen, die noch in einer anderen Welt leben. Und das wird sich auch noch ändern. Eine letzte Frage noch. Was sind für Sie eigentlich die schreckendsten Parallelen zwischen George Orwells 1984 und der derzeitigen Situation? Schlicht und einfach, dass George Orwell sich vieles noch nicht vorstellen hat können. Nämlich, dass es keines autoritären Staates braucht, um diese ganzen überwachungsstaatlichen Systeme durchzusetzen, sondern dass das in offenen Gesellschaften und in funktionierenden Demokratien geht. Das hat die Vorstellungskraft von Orwell bei weitem überschritten. Also wir leben noch nicht in einem autoritären Staat?
Nein, absolut nicht. Wir leben in einer funktionierenden Demokratie, in einer relativ offenen Gesellschaft. Deswegen haben wir gute Chancen, den Überwachungsstaat wieder abzubauen. Und das werden wir auch machen. Wir werden keinen Überwachungsziegel auf dem anderen lassen. Wunderbar. Herr Pilz, vielen Dank für das Interview. Danke sehr. So, bitte. Muss gerne. Ja.